Wir erklären die Herstellung von Zement. Das ist Philipp. Er sitzt gerade an seiner Hausarbeit im Fach Chemie zum Thema Zement. Doch der Berg aus Büchern und Fachzeitschriften ist einfach unüberschaubar. Was ist Zement überhaupt und wie wird er hergestellt? Sein Freund Hannes kann ihm helfen, denn sein Vater Christian arbeitet bei Heidelberg Zement. Gerne führt er Philipp einmal durch den kompletten Herstellungsprozess. Christian erklärt, dass man grundsätzlich erstmal zwischen Zement und Beton unterscheiden muss. Zement ist nämlich nur das Bindemittel und wird mit Sand und Kies sowie mit Wasser zu Beton zusammengemischt. Als Rohstoff für den Zement dient hauptsächlich Kalkstein. Dieser wird im Steinbruch durch Sprengungen aus der Erde gelöst. Ein Radlader packt die Gesteinsbrocken auf den Muldenkipper und dieser befördert sie zu den Brecheranlagen. Dort werden sie zu Schotter verkleinert. Das Material wird über Förderbänder in die Schotterhalle transportiert. Im sogenannten Mischbett wird das Material eingelagert und gleichmäßig verteilt. Danach wird der Schotter vermahlen, dabei getrocknet und als Rohmehl in Silos befördert. Im anschließenden Brennprozess wird das Rohmehl im Drehrohrofen auf bis zu 1450 Grad Celsius erhitzt. Daraus entsteht der Zementklinker als neues Zwischenprodukt. Dieser wird heruntergekühlt und im Klinkersilo aufbewahrt. Dann geht's weiter in die Mühle, wo der Zementklinker zu feinem Zement gemahlen wird. Braucht eine bestimmte Zementsorte zusätzliche Bestandteile, werden diese hier beigefügt. Am Ende wird der fertige Zement in Silos gelagert. Der größte Teil wird lose auf Lkw, Züge oder Schiffe verladen und geht an Großkunden. Ein kleiner Teil wird in Säcke abgefüllt und landet dann im Fachhandel. Philipp versteht nun den Produktionsprozess und findet den echt spannend. Echt, stark, grün. Heidelberg Zement.